So, seid gegrüßt, hallo und willkommen zurück bei Torchlight. Heute ergründen wir das Unergründete im verlassenen Gefängnis Ebene 1. Und wir schauen mal, was uns hier so erwartet. Es geht tiefer in das verlassene Gefängnis. Tiefer in die Lava-Ebene und wir befinden uns jetzt nur noch im verlassenen Gefängnis. Keine Ebene mehr. Es muss also der tiefste Punkt erreicht sein. Und wir stürmen, erkunden das Unerkundete. Ohramrod versperrt uns den Weg. Doch wir lassen es nicht zu. Jagen und sammeln. Sammeln und jagen. Immer auf der Suche nach Items. Nach etwas, was uns auf unserer Reise unterstützt. Was uns ein besseres Leben verschafft. Und so treibt es uns immer weiter. Und nach dieser Kartenschriftrolle probiere ich mal auf normalem Weg bei Torchlight weiterzumachen. Diese Trips machen auch mir hier Spaß. Aber wir müssen langsam mal in der Story ein bisschen... Oh, mein Gepäck ist voll. Wir müssen langsam in der Story auch mal ein bisschen weiterkommen. Das jetzt war eigentlich bloß Ablenkung, obwohl wir viel gefunden haben auf unseren Reisen. Viel, was von Nutzen war. Vieles haben wir gesehen, mit eigenen Augen. Doch es muss weitergehen. Wir müssen vorpreschen und unseren Weg fortsetzen, um den Pesthauch zu besiegen. Epische Lederweste. Hört sich legendär an, bringt uns aber nicht viel. So, wir machen uns weiter auf den Weg. Ja. Und bald werden wir hoffentlich auch mal wieder in Torchlight ankommen. Da können wir eventuell die ganzen Sachen dort auch abladen. Und ein bisschen Gewinn machen. Und mal schauen, vielleicht können wir dann ja auch gleich weiterreisen. Für Waffen brauche ich erstmal kein Geld ausgeben, das reicht mir erstmal alles an Ausrüstung. Oh. Okay. Es hat sich gerade ein Portal eröffnet, das ist ja, schön. Es geht also schneller, als ich gedacht habe. Wir werden schneller nach Hause kommen, als erwartet. Denn dieses Portal führt uns höchstwahrscheinlich zurück nach Torchlight. Zurück in die alte Heimat. Da, wo es damals begonnen hat. Und es schimmert in lila-bläulichem Schein. Sein Antlitz wirkt einladend. Wir gehen nach Hause. Und das hört sich genauso an wie die Musik von Torchlight. Gut. Wir sind zu Hause angekommen, meine Freunde. Wir sind wieder da. Angekommen in Torchlight. Durch ein Portal. Unsere Kartenschriftrollen haben uns weit gebracht. Jedoch muss es bald einmal weitergehen. Ich werde jetzt erstmal die ganzen Sachen hier verkaufen. Typische Pistole des Bogenschützen. Ja, viel bringt uns das ja alles nicht. Begrüßet seid ihr. Das war jetzt ein bisschen witzlos, unseren Begleiter wegzuschicken. Denn wir sind ja schon in Torchlight. In der Heimat. Gute Reise. Und die allseits bekannte einladende Musik erwartet uns. Begrüßet seid ihr. So, jetzt habe ich auch den Bogen entsorgt.
Er hat auch nichts Neues. Gibt's auch weitestgehend keine neuen Aufgaben. Da kann ich mich ja mal zu dem großen Portal aufmachen und in die gewaltige Kluft reisen, denn das müsste unser letzter... Das müsste eigentlich unser letzter Punkt gewesen sein nach dem Bosskampf, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Und es klingt wieder bedrohlich. Wir verlassen die Obhut der Stadt. Kehren ihr den Rücken zu. Wenn auch nur für eine begrenzte Zeit. Ach ja, hier sind wir wieder. So. Ich möchte jetzt ein bisschen in Nostalgie schwelgen. Dies war die Arena, in der wir das Monstrum besiegt haben. Und nun tragen uns unsere Füße weiter hinein, weiter in Richtung des Zentrums, wo der Pesthauch seinen Ursprung hat, seinen Kern. Und das ist mit so einer richtig tollen Erzählerstimme erzählt. Ich habe diese Folge eigentlich nichts weiter bis jetzt gemacht, als in so einer Erzählerstimme über irgendwelche Themen zu schwelgen und unseren Blick schweifen zu lassen. Über die Mannigfaltigkeit der Ebenen. Schmelzmeergefängnis. Jetzt ist es nicht mehr das verlassene Gefängnis, jetzt ist es das Schmelzmeergefängnis. Noch scheint, dass wir hier willkommen sind. Warte mal, waren wir hier nicht schon mal? Ich bin mir sicher, wir waren hier schon mal. Damals sind wir, glaube ich, auch hier durchgelaufen. Deswegen kann es auch sein, dass hier sich keine Monster befinden. Ich erinnere mich. Okay, dann muss ich höchstwahrscheinlich einen Zugangspunkt suchen, wo wir dann weiter in die Tiefe hinabsteigen können. Uns an einer neuen Ebene bereichern können. Weil so interessant ist es jetzt auch nicht. Ich renne hier durch leere Gänge alleine mit einem Hund an unserer Seite. War hier hinten nicht dieses komische Treppending da nach unten? Anscheinend ja nicht. Da drüben war, glaube ich, auch nichts. Ich sehe schon, wir waren hier schon mal, denn diese ganzen Falltüren sind offen. Okay, wenn ich jetzt hier rüber gehe, komme ich wieder dahin. Ist ja auch nicht Sinn der Sache. Da war auch zu. Vielleicht müssen wir ja nach unten. Auch nicht. Komisch, komisch. Was haben wir hier verloren und wohin führt uns unsere Reise? Wir müssen doch langsam einen Zugangspunkt irgendwo finden, wo wir die Treppen hinabsteigen können. Und eine weitere Ebene erkunden können. So stelle ich mir das gerade vor. Es muss hier irgendwo so einen Punkt geben. Ja. Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Oder? Doch. Hier brennen überall grüne Fackeln. Okay, und hier ist dieses komische Gefängnis. Waren wir auch schon. Geht es hier weiter? Ein riesiger Heiltrank. Anscheinend ist dieses Stück hier ein wenig unerkundeter als die anderen. Aber es kommt mir sehr bekannt vor. Wir waren hier schon mal mit einer Kartenschriftrolle. Und da geht es nach unten. Wo führt uns die Reise hin?
auf einer Lavaebene angekommen. Wo kann es uns hinführen? Unsere Reise ist immer noch unergründlich. Wir haben nur ein Ziel, den Pesthauch ausfindig zu machen und den Kern, den Auslöser für ihn, zu vernichten. Wir sind aber schon so weit gekommen. Schmelzmeer Gefängnis, Ebene 22. Und da haben wir endlich auch ein Empfangskomitee. Das ist gut. Ein Empfangskomitee ist immer gut. Denn das zeigt mir, dass wir hier noch nicht waren. Du bist ein Troll. Kein Trollface, sondern nur ein Troll. Und wieder dieser explodierende Freund von uns. Ach, der verbreitet richtige Bombenstimmung. Nein, eigentlich bin ich relativ froh hier zu sein, denn hier sind wieder Monster. Das heißt, es ist alles gut. Das heißt, wir sind auf dem richtigen Weg. Der Weg, der uns weiter in die Tiefe führt. Und mal schauen, wo uns dieser Weg noch hinführt. Es ist ja ganz interessant jetzt, wo wir das Blick sagen, aber das ist, ja, man sieht, Sprache ist schon etwas Schwieriges, wenn man den Blick, und jetzt habe ich meinen Satz vergessen, ist ja noch besser. Ah, jetzt weiß ich wieder, wir haben den Blick fest auf unser Ziel gerichtet. Nach 3 Anläufen hat es jetzt endlich geklappt. Oh Mann. Bollwerkschild, ja, bringt uns nichts. Das ist mit den ganzen Drachenschuppen, Stulpen und den ganzen epischen Sachen da. Das bringt uns alles nichts mehr, dieses einfache Leder- und Plattenzeugs. Aber Identifizierungsrollen kriegen wir immer noch. Das ist gut. So. Gibt es denn hier noch ein paar Wächter, die uns, ja, die uns am Vorbeikommen hindern wollen? Die Kreaturen. Infiziert durch den Pesthauch. Sie wollen unseren Weg durchkreuzen. Geheimnisvolle Stiefel. Das ist gut. Was sind das für Stiefel? Drachenschuppen, Sabatons. Ach, die haben wir schon. Ist ja. Dreizeig der Feuerbrunst. Bringt uns das was auf unserem anderen? Auf den Sensenmann-Mord? Nee. Eigentlich nicht. Das ist doof. Huch, wieso bin ich jetzt. Nein, er braucht doch einen Oberkörperschutz. Auch wenn es warm ist, du brauchst ihn. Glaub mir. Geht das denn? Ach, da hinten geht's noch weiter. Okay, dann machen wir uns auf den Weg nach da hinten. Und finden ein paar Goblinjäger. Sein Lava-Gefängnis ist auch schon eine tolle Sache. Da braucht man. Na gut, das mit der tollen Sache lässt sich jetzt drüber streiten, aber so ein Lava-Gefängnis ist schon echt effektiv. Ich meine, man hat keine Ausbrüche zu befürchten. Also, da die Landschaft eigentlich recht karg wirkt, man kann höchstens einen einzelnen Weg benutzen und der führt ja dann Richtung Oberfläche sozusagen. Jedoch mache ich mir um den CO2-Gehalt der Luft ein wenig Sorgen, dass da so mancher Gefangener die Nacht
länger schläft als gedacht, sagen wir es so. Und mit unserem Bogenschützen sind wir natürlich auch jetzt sehr im Englischen overpowered. Wie heißt das eigentlich? Auf Deutsch. Sind übermächtig. Ich sage jetzt übermächtig, weil wir einfach mit dem Bogenschützen übermächtig sind. Ich habe eine Falle ausgelöst. Na gut, das ist jetzt nicht so mein Problem, unser Leben. Unser Leben sollte eigentlich auch dazu ausreichen, ein paar Fallen auszuhalten. Man sieht ja diese Drachenschuppen. Handschuhe und diese Schuhe und so, die sind alle nur dazu da, was richtig episches an Rüstung zusammenzuzimmern. Und vielleicht finden wir auch noch ein paar andere Teile. Stärkere, mächtigere Teile. Den Pesthauf, und dem Pesthauch den Kampf anzusagen. Weder Pesthauf noch Pesthauch. Gott, ich kann echt nicht sprechen. Aber naja, es gehört dazu. Und ich würde mal sagen, für diese Folge haben wir relativ viel erkundet. Wir sind wieder auf unserem allgemeinen Weg in Richtung Pesthauf. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge, wo wir wieder etwas mehr vom Schmelzmeergefängnis Ebene 22 erkunden und unsere Reise nach unten fortsetzen.